Herr Leiter-Reber, Sie sind Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur Saat-Affäre. Den gibt es jetzt bereits seit 1,5 Jahren. Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Wir hatten eigentlich die Absicht, nach den Urteilsverkündungen bzw. den Arbeiten der Justiz im November, wo einige Verfahren eingestellt wurden und andere weiterlaufen werden, jetzt zum Abschluss zu kommen. Dann haben aber Südtiroler Medien verschiedene Berichte und Abhörprotokolle veröffentlicht. Es wird kolportiert, dass es sich dabei um mehrere tausend Seiten an Berichten handeln soll. Wir im Untersuchungsausschuss verfügen aber nicht über den Inhalt dieser Protokolle und wir haben deshalb jetzt auch die Staatsanwaltschaft aufgefordert, uns hier weiterzuhelfen und uns zumindest auf denselben Wissensstand zu bringen wie einige Medien im Land. Hat die Staatsanwaltschaft Ihnen die Einsicht nun zugesichert? Die Staatsanwaltschaft hat uns mündlich zugesichert, dass wir die Protokolle erhalten werden, aber ich gehe davon aus, dass sie in weiten Teilen auch geschwärzt sein werden, denn uns interessiert ja nicht irgendwelche allgemeine Abhörungen, sondern nur das, was die Saat-Ausschreibungen und die sogenannte Bus-Affäre anbelangt. Und ohne diese Unterlagen können wir schlecht arbeiten, beziehungsweise wir haben ja einen politischen Abschlussbericht zu machen und wir können den nicht machen, solange wir wissen, dass die Öffentlichkeit oder andere mehr Informationen haben als wir im Ausschuss. Und ich gehe davon aus, dass wir in diesen Tagen auch diese Protokolle erhalten werden. Konnte man bisher überhaupt etwas Konkretes in Erfahrung bringen? Ich will dem Abschlussbericht nicht vorgreifen, aber man kann jetzt schon sagen, dass sowohl von der privaten Seite versucht worden ist, Einfluss auf die Ausschreibungen zu nehmen und auf der anderen Seite aber auch die Politik bzw. die Verwaltung nicht frei davon ist, den nötigen Abstand zur Wirtschaft zu halten. Wer wurde bereits angehört und wer wird noch angehört werden? Also wir haben die verschiedenen Player aus der Privatwirtschaft, angefangen bei Herrn Gatterer, aber auch von den kleineren Unternehmen und von den Genossenschaften haben wir Vertreter eingeladen. Es sind damals nicht alle gekommen. Es haben sich manche auch darauf berufen, dass gegen sie noch Ermittlungen laufen und sie deshalb nicht kommen. Also jene werden wir nochmals einladen. Wir haben aus der Verwaltung die Beamten eingeladen. Wir haben natürlich auch den Landeshauptmann und die zuständigen Landesräte damals eingeladen. Und wir werden jetzt bei dieser zweiten Runde teilweise nochmals die Staatsanwaltschaft anhören, denn es liegt schon irgendwie auf der Hand, dass auch diese Veröffentlichung von Ermittlungsberichten beziehungsweise dass bestimmte Medien gezielt mit Berichten versorgt werden und diese Aufklärung müssen wir angehen.